Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 5, mal wieder diesmal alleine, ich mit Sheva, Chris als KI. Ich werde mal kurz hier kaufen. Gucken, ich habe ein paar Tipps bekommen. Verwalten. So. Verbessern. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen verbessern kann. Die Pistole zumindest. Feuerrate, Kapazität. Denn das habe ich eigentlich nie gemacht. Ja. 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 Erstmal, Geld kriege ich ja wieder genug. Ja, du darfst mein Spiel beitreten. Ich erlaube es dir. Willkommen. So. Verwalten. Verbessern. Ja, dann, also ich mache mich jetzt auch bereit. Ich wollte noch mal so ein bisschen, wer das letzte Video, die letzten zwei Teile gesehen hat, über den PC quatschen. Ups, da ist mein Spiel gerade etwa abgestürzt. Ups. Also irgendwie habe ich das nicht so gewollt. Das ist ja noch nie passiert. Naja, das bietet mir Gelegenheit, darüber zu reden. Und zwar ist er jetzt bestellt und soll nächste Woche Samstag soll er ankommen. Und dann werde ich den natürlich erstmal einstellen müssen. Windows 10 ist schon installiert und so. Ich hab ihn auch mir selber konfiguriert. Wie auch immer man das ausspricht. Das heißt, da ist auch das drin, was ich wollte und nicht irgendeine Kacke, nicht irgendein Fertig-PC, den ich mir einfach bei Amazon oder so gekauft habe. Ja. Just Cross, Just, was, irgendwie bin ich heute durch. Schafft er auch auf Medium bis High, 1080p, 40 FPS, und ich meine, das reicht ja aus. Später upgraden geht immer noch. Erstmal nur, damit das hier weitergeht. Aber, Sonntag soll es dann damit losgehen. Nächsten Sonntag. Ja, wenn denn nichts dazwischen kommt, bestellt ist er, aber es kann ja immer mal sein, dass... Warum sind meine ganzen Sachen jetzt weg? Waren hier nicht noch Schüsse drin? Wäre besser. Ach, hier hat mein Geld zurück, das hat er nicht gespeichert. Ja, und ich weiß, dass ich nicht schaffe, innerhalb von 24 Sekunden den komplett einzustellen, alles installieren, alle Spiele. Ich habe ja 2 Terabyte, die ich spielen möchte. Das weiß ich selber, dass das nicht geht. Deswegen werde ich als erstes auf jeden Fall Resident Evil 5 und generell Resident Evil, aber auf jeden Fall Resident Evil 5, Borderlands 1, Dishonored 2 und Dead by Daylight installieren. Und danach erst die anderen Spiele, weil das sind so meine Projekte, die ich haben möchte. Vielleicht auch PUBG. Nur das sind so die ersten Spiele, die ich installieren werde.
Muss mich erstmal hier wieder reinfinden. Okay. Ja, weil bringt ja nichts, einen ganzen Tag lang alles zu installieren, was ich gerade gar nicht aufnehmen möchte. Oder was gerade gar kein Projekt ist. Und dann stehe ich da am Sonntag, was nehme ich denn auf? Ach, das ist ja nichts installiert, was ich aufnehmen kann oder will. Und deswegen erstmal die Spiele und danach wird halt der Rest noch. Und dann wird alles abgearbeitet, so was ich aufnehmen möchte. Nach den Projekten kommt ein neues Projekt. Sollte ja dann alles laufen. Also irgendwann habe ich den PC. Ich habe das Paket und so auch versichern lassen. Aber ich hoffe mal, es geht nicht schief und ich habe den nächste Woche Samstag. Vielleicht werde ich da auch mal irgendwie den zeigen. Wir werden sehen. Ich untersuche jetzt erstmal da. Oh, da ist ja ein Schlüssel. Da müssen wir wohl hin. Du blöde Kuh. Ich brauche jetzt erstmal wieder Geld, um meine Pistole ein bisschen so abzubilden. Die ist ganz nice. Habe ich nie gemacht, obwohl ich schon einmal durchgespielt habe. Ich weiß nicht warum. Ich spiele auf Veteran. Und alleine weiter erstmal. Alter. Lass. Ich kann die 4 Animationsfilme von Resident Evil übrigens nur empfehlen. Ich habe die gestern erst wieder alle gesehen. Und dachte mir, wie geil die doch sind. Hier, bitte. Kein Problem. Und vielleicht werde ich auch das eine oder andere Projekt wiederholen. Ja, dann tritt mein Spiel doch bei. Ja, das eine oder andere Projekt, was vielleicht nicht ganz so flüssig lief oder so, werde ich dann natürlich auch gerne wiederholen. Vielleicht Resident Evil 6 nochmal. Es macht mir auch Spaß. Da wiederhole ich auch gerne mal das eine oder andere Projekt. Ja, ich muss erstmal gucken, ich sollte doch hier den Schlüssel holen oder nicht. Ah, hier ist er ja. Ja, ich weiß, dass er dem Spiel beitreten möchte. Du schaffst das auch ganz gut ohne mich. Mach mal, mach mal, mach mal. Markus, bist du ein Deutscher? Seinetwegen werde ich das Spiel bestimmt nicht neu starten. Entweder wartet er, bis ich einen Kontrollpunkt erreicht habe, oder er lässt es bleiben. Da muss ich also hin. Jetzt lass mich doch mal alle in Ruhe. Ich würde mal M machen, hier die Karte ein bisschen aktiviert lassen. Das ist hier ja wie ein Labyrinth. Wie gesagt, nur einmal durchgespielt, nicht 100 Mal.
Ach, er hat aufgegeben, beizutreten. Steht dort auf jeden Fall nicht mehr. Und jetzt wäre wahrscheinlich ein Kontrollpunkt gekommen. Naja, nicht mein Pech. Was ist denn das für ein blaues Ding, was mir da angezeigt wird? Bist du immer noch Chris? Ja. Glaube ich zumindest. Was ist das für ein blaues Ding? Oder besser gesagt, was war das für ein blaues Ding? Ja, irgendwas ist da doch. Genau, hast du gut gemacht, aber naja, ich weiß nicht, was das ist. Wir gehen nochmal hoch. Jill? Jill Sandwich, ich kenne nur Jill Valentine. Ist er schon beigetreten oder wieder raus? Ich weiß es nicht. Hier haben wir hier sonst noch immer 5, 6. Ah, hier. Schenke ich dir. Tschüss. Ist echt blöd. Muss ich mir mal merken. Hier, warte mal, Gottes Tee. Nein. Ah. Nein. Ich will nur wissen, wie ich ins Inventar komme mit E. Gut zu wissen. Alter, ich sterbe. Ich habe auch nichts normalen, glaube ich. Jetzt heißt nur, hilft nur reinballern. Ah, okay. Haben wir hier den Kopf weggeballert, wenn es weiter nichts ist. Na, nochmal hier im Inventar. 1, 2 und 3 sind die Waffen. Okay. Zum Heilen habe ich nichts, aber das ist auch nicht notwendig, glaube ich. Noch nicht. Jetzt habe ich was zum Heilen, jetzt heile ich uns mal eben. Oh, nein. Hier haben wir es ja benutzen. Dann beende ich hier den Part doch noch nicht. Oh, Schrotflintenmuni. Kann ich immer gebrauchen. Upsala, Chris mitgetroffen, aber macht ja eigentlich nichts so wirklich was. Komm her. So, jetzt werde ich den Part mal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
und wir sehen uns im nächsten Part wieder.